Christian, weißt du, warum RTL dich nicht bei Let's Dance mitmachen lässt? Weil mit deiner Teilnahme automatisch der Inzidenzwert steigt. Olli Kahn, der hat jedenfalls noch Eier. Der hätte bei der jetzigen Corona-Situation bei minus 20 Grad nackt auf der Zugspitze trainiert. Aber der Neuer muss ja unbedingt auf den Malediven fliegen. Das ist ja ganz... Das hältst du auch nicht aus zwischen den Jahren, ne? Mit 35 Millionen auf dem Konto am Starnberger See. Das ist unerträglich, ey. Ja, mit dem Haaland willst du dich aber auch nicht boxen, ey. Sonst siehst du am Ende aus wie der Glasner, ne? Der ist ja mit dem Scooter abgestürzt. Also der war nicht mit HP Baxter in der Disco. Christian, du kennst einen Stehtisch, ne? Deine Leistung wird stetig schlechter! Selbst wenn die Allianz Arena ausverkauft ist, ne, ist in der Allianz Arena ungefähr so eine Stimmung wie in der Bibliothek. Der Hütter, der macht aus den 11 Fohlen keine Rennpferde mehr, sondern höchstens Schimmel. Und der riecht beschissen und den kriegst du auch überhaupt nicht weg. Stefan, wie heißt denn deine neue? Dörte? Lecker. Halb Döner, halb Torte, oder was? Ja, in Wolfsburg wird der Kohfeld zu K.O.-Feld. So, Männer, super! Als teambildende Maßnahme machen wir demnächst mal tauchen hier. Da halten jedenfalls alle mal eine Stunde die Fresse. Ja, und der Nagelsmann war am Wochenende genauso wieder wie ich, ne? Ein optisches Highlight. Der hatte auf seiner roten Jacke, hat er so ein großes M gehabt. Hatte vorher noch Schicht bei McDonald's. Das wäre geil. Die Bayern-Spieler bei McDonald's, die fragen da noch nach einer Weinkarte. Stell dir vor, meine Jungs gleichzeitig mit dem FC Bayern bei McDonald's. Du siehst auf der einen Seite Manuel Neuer in McDonald's reingehen und auf der anderen Seite kommt der Hermann raus. Alle haben ja gedacht, der Baumgart, als er so zu Hause durchgedreht ist, ne, hier sein Quarantänevideo, wie er da steht vorm Fernseher mit Hund und so weiter und so fort. Der hat ja Köln gegen Freiburg guckt, hat er gar nicht. Hat die Eröffnung der Winterspiele geschaut und gebrüllt. Geht doch nach Hause, ihr Doofs! Hermann, deine Leistung ist wie so ein Süßigkeitenautomat, der Geld nimmt, aber keinen Schokoriegel ausspuckt. Ich bin maßlos enttäuscht. Ach, die Donata, die will eine Gehaltsobergrenze für Spieler einführen. Mhm. Dann wird die Bundesliga genauso attraktiv wie mein Gesicht. Und der Kruse ist so geldgeil, der wird seine Oma sogar als Überwachungskamera verkaufen. Warum Pause in der Bundesliga ist, hat einem auch keiner erklärt, ne? Die nicht-europäischen Länder machen WM-Qualifikation. Kurz, der Neymar lässt sich nicht für Paris, sondern für Brasilien fallen. Ja, denn drin. Boah, oh, ich bin schwindelig. Oh. Ja, am Ende der Transferperiode haben wir nochmal richtig zugeschlagen. Wir haben jetzt einen spielenden Co-Trainer, der gleichzeitig Maskottchen ist. Dem Kaki. Na, Kaki? Was hast du vorher gemacht? Vorher wollte ich Karriere auf der Reeperbahn machen, aber ich war ständig spitz und keiner wollte mich anfassen. Christian, rüber! Ich bin der kleine grüne Kaki, werd Maskottchen im Kaktar. Schalala, schalala, schalala. Da gibt es nur zwei Szenarien beim BVB, wie bei meinem Duschkopf. Der kann auch nur zwei Sachen. Entweder sabbernde Giraffe oder Großdemo auflösen. Gibt ja drei Dinge, die ich in meinem Leben nicht verstehe. Chinesisch, Frauen und Gladbach. Ja, aber der Firkus ist für eine neue Schlagzeile gut, ne? Mehr Zirkus durch Firkus. Aber wenn die Gladbacher Fohlen in die Manege lässt, dann musst du aber auch die neue Titelmelodie von Gladbach spielen, ne? Hier sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Wenn du keine Ahnung hast, ne, dann machst du mal wie ein Nichtschwimmer. Halt einen Rand. Der wird demnächst Synchronsprecher der Klassen und dann vertont er bei Ice Age den Sid. Ach, so langsam wird's wieder Frühling. Merkst du immer daran, dass der HSV dabei ist, den Aufstieg in die erste Liga zu verkacken. Ah, Julian Nagelsmann, hier Bayern-Trainer, wurde ja diese Woche gesichtet auf so einer Harley. Bild wie so ein Zahnstocher, ne, auf dem Elefanten. Ja, und bei der Hertha beginnt jetzt die richtige Talfahrt. Hier mit Trainer, leichter Wind, Drehverschluss, Kappe. Ach nee, Taifun Korkut. Wäre ich Trainer bei der Hertha, ich würde allen Spielern ein Trikot anziehen, da wird vorne draufstehen, außer Betrieb. Und in der Pressekonferenz würde ich sagen, ja, das ist deswegen, weil wir suchen noch einen Techniker. Länderspiele sind für mich momentan so wie Speiseölhamster, ne? Komplett unnötig. Und Nationalmannschaft, die haben sich jetzt vor der WM, ne, in Katar nochmal mit Menschenrechtsexperten getroffen. Das ist so, wie wenn du bei einem anonymen Alkoholiker eine Weinprobe machst. Christian, dein Motto ist auch, ne? Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen! Als holländischer Nationaltrainer, wenn ich in die Kabine komme, ne? So, ihr Profitiers, normalerweise rede ich Tacheles, aber weil ihr seid Gauderwelsch. Rufst du jetzt bei Nagelsmann an und sagst, sag mal, was ist denn dein Lieblingsvampir? Würde ich sagen, ja, der aus der Sesamstraße. Da sagt der Nagelsmann, der zählt nicht. Da sag ich, jo doch, Julian, der zählt. Und zwar besser als du, Julian Nagelsmann,
Der Grafzahl der Bundesliga. Dem Haaland und seinen gierigen Beratern sind jetzt 350 Millionen Euro von Man City als Gesamtpaket und Angebot zu wenig. Verstehe ich. Batman hat auch keinen Bock, dass er bei Wer wird Millionär angerufen wird vom Joker. Der Magath, der muss sich auch vorkommen in Berlin wie ein BH. Ne? Er hebt die Kleinen, stützt die Großen und hält die Massen zusammen. Die aktuelle Form der Bayern, die reicht gerade mal für Villarriba. Aber nicht für Villarreal. Bayern dann wieder Meister, Glückwunsch, ne? Emotionen bei dieser Meisterfeier auf dem Platz, ne? Wie bei der Formel 1 nach dem 134. Rennsieg von Lewis Hamilton. Durchgefeiert haben die drei Tage mit den Spezialkopfschmerztabletten vom Andi. Rotwein in so eine Eiswürfelform, einfrieren, fertig. Ja, und der Lewandowski war genau 62 Minuten auf der Meisterfeier. Da siehst du mal, wie eng der mit der Mannschaft ist. Wisst ihr, die Bayern-Konkurrenz, das Saisonabschlusszeugnis zu Hause bei Muttern vorliegen, ne? Da würde BVB und Co. sagen, ja, Hauptsache ist doch, dass wir alle gesund sind. Bayern ist nur Meister geworden, weil der Rest so scheiße ist und die das einfach nicht packen. Bayern hat in den letzten 10 Jahren 175 Punkte mehr geholt als der BVB in der Liga. Da geht doch jede Domina hin, zieht sich die Ledermaske runter und nimmt die in den Arm. Stefan, denk dran, stirbt der Geier irgendwann aus, ne? Da bist du hier der hässlichste Vogel. Stellt sich der Nagelsmann auch hin nach dem Spiel und sagt noch, ja, die waren ja jetzt nicht alle beim Komasaufen. Ich finde es aber gut, dass meine beratende Tätigkeit für Bundesliga-Profis und Trainer so langsam Früchte trägt. Ich habe gar nicht verstanden, was der Kruse wollte. Jesus hat das Meer geteilt und der Kruse in Hammenzug. Boah, ey. Atheismus endet, wenn der letzte Spieltag angepfiffen wird. Auch in der zweiten Liga, ne? Der HSV braucht nur noch eine Niederlage, um sich einen vierten Platz zu sichern. Schalke ist durch. Glückwunsch, ne? Kannst du froh sein, dass ich da an dem Spiel kein Stadionsprecher war, ne? In dieser blau-weißen Biathlonhalle. Beim Platzsturm hätte ich eine riesen Ansage im Stadion gemacht. Liebe Schalke-Fans, bitte noch warten mit dem Feiern. In Hamburg wird noch gespielt. Ja, und das Trainerkarussell in der Bundesliga, da dreht sich schon wieder schneller als der Breakdancer auf der Kranger Kirmes. Trainer sind wie Windeln, müssen regelmäßig gewechselt werden und der Grund ist derselbe. Hermann! Du bist so verfressen, ne? Du fährst den Pizzaboten noch entgegen. Die Kaderplanung von Dortmund ist für Bayern wie ein Geisterfahrer. Ja, ziemlich entgegenkommend. Sevilla zittert vor den Eintracht-Fans mehr wie Sylt vor dem 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn, ey. Ja, und bei der Eintracht sind sie immer noch am Feiern, ne? Boah, wenn ich mich echt gefragt habe bei den Bildern, wer hat einen Meerbrand? Der Frankfurter Römer oder Eintracht-Präsident Peter Fischer? Wer schwimmt vom Main bis an den Neckar? Martin Hinteregger! Hier Kevin, Prinz Boateng und Magath haben sie jetzt auch ausgesprochen. Der Kevin so, Trainer, du musst mal mehr Gefühle zulassen. Und der Magath, ja, sind zu. Mal Tipp an den Windhorst, dann investier doch mal in plastische Chirurgie. Quietsche Entchen für Brustimplantate. Macht auf jeden Fall mehr Spaß als bei der Hertha. Dann kippt der Kampel auch noch Red Bull in diesen DFB-Pokal. Naja. Kann der DFB-Pokal bei der Feier jedenfalls nicht runterfallen. Hat ja Flügel. Wer Red Bull in den DFB-Pokal kippt, hat den Fußball nie geliebt. Frag mich, wie sind da die Gespräche gelaufen zwischen Breitenreiter und TSG-Vorstand? Der Breitenreiter so, wollen wir Verstecken spielen? Und wenn ihr mich findet, dann werde ich bei euch Trainer. Und der TSG-Vorstand so, wollen wir dich nicht finden? Und der Breitenreiter, ich bin im Schrank. Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt, weil Bier, Wein und Tabak aus Pflanzen hergestellt werden, ist er ein anonymer Vegetarier.